Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Der letzte Tanz der Regionalliga Westsaison 2022-23 ist gestartet. Die Hausherren aus Düren in den weißen Trikots spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts. Auch zuletzt beim klaren 5:1 gegen RWO aufbietet. Jetzt aber 3-gegen-3 Situation. Kevin Goden! Der Abschluss ist zu schwach, um Bermann da zu überwinden. Philipp Simon wieder. Ja, nicht schlecht. Alles noch nicht genau genug. Aber man sieht, Düren hat Bock, hier heute nochmal aufs Gaspedal zu drücken. Philipp Simon mit dem Abschluss. Hat nicht umsonst die meisten Minuten in dieser Saison absolviert. Simon, klasse gemacht, Philipp Simon! Da ist es passiert! Und zwar mit Ankündigung. 15. Spielminute. Saisontor Nummer 5 für Philipp Simon. Quasi selbst vorbereitet. Schöner Alleingang. Lässt Büyük Zakaria ganz schlecht aussehen. Und den Abschluss kann man nicht besser setzen. Mal schauen, was er jetzt draus macht. Er kommt besser auf Geller. Und da ist er drin. Der Ausgleich. Bisschen Kuddelmuddel. Und am Ende drückt Mike Amedick den Ball über die Linie. 21. Minute der Ausgleich. Geller gewinnt das Kopfballduell. Und dann bekommen Weber und Bade den Ball nicht weg. Und Amedick heißt der Nutznießer. Extrem schnell, extrem dynamisch. Dazu noch einiges an Erfahrung. Auch wenn er erst 24 Jahre alt ist. Anspiel. Und es gibt den Elfmeter. Sofort reklamiert von Clemens, dass Büyük Zakaria da extrem dämlich die Hand draußen hat. Schnürt Philipp Simon per Elfmeter hier seinen Doppelpack. Nein! Stark gehalten von Bermann. Hat die Ecke geahnt. Und fischt den aber mal ganz cool raus. Und der Konter der Wiedenbrücker läuft. Wir schauen noch mal drauf. Nicht stramm genug geschossen. Und Bermann ist zur Stelle. Von 20 Grad und strahlendem Sonnenschein. So wahnsinnig krass im Regen und Gewitter. Und das bewegt jetzt Timo Ganzlow weit auch dazu, das Spiel hier zunächst zu unterbrechen. Guter Laufweg von Wipper führt. Schönes Auge! Adam Matuschik. Nee, Mike Kühnel. Mit dem 2:1. Richtig schön gespielt von den Hausherren. Wipper führt mit dem tiefen Laufweg und der starken Übersicht für Mike Kühnel. Allerdings in Überzahl seit der 38. Spielminute. Und trotzdem rutscht er hier irgendwie durch. Beschele Schuss und er macht den Ausgleich. Aus dem berühmten Nichts. Gerade noch erzählt, dass das hier eine klare Angelegenheit ist. Und schon werde ich Lügen gestraft. Riesenfehler in der Abwehr. Ich glaube, es war Eguli.
Und dann macht Schillischus das sehr überlegt. Lässt Bade stehen und kann dann ins leere Tor einschieben. Und Wiedenbrück ist wieder da. Omer Basic, schön gespielt. Hanafi 3-2. Klasse Antritt da von Omer Basic. Läuft allen davon. Und Hanafi findet den perfekten Laufweg in Richtung ersten Pfosten. Ein richtig schön herausgespielter Treffer. Jetzt Golden, 4-2. Kevin Golden, 80. Minute. Womöglich die Entscheidung in diesem Spiel. Bitterer Ballverlust in der gefährlichen Zone. Und dann hat Clemens die Übersicht für Golden. Diese erste Regionalliga-Saison. Der Vereinsgeschichte auf Platz 10 abschließen wird. Das ist definitiv ein Erfolg. Und jetzt ist es auch amtlich. Ein versöhnlicher Saisonabschluss für beide Teams, die den Klassenerhalt schon vorher sicher hatten. Der erste FC Düren schlägt den SC Wiedenbrück mit 4-2 an der heimischen Westkampfbahn. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.